Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hyper Light Drifter. Meine Sprache setzt, wie ihr merkt, auch schon aus. Es geht weiterhin bergab mit mir. Oha. Okay. Ja, es sieht ja wirklich so aus, als würde es hier links weitergehen. Ja, definitiv. Deswegen würde ich erstmal den geheimen Weg hier oben lang gehen. Jetzt sind natürlich alle Gegner wieder neu gespawnt hier, weil ich gestorben bin. Mann. Weg mit dir. Weg mit dir. Ihr habt eine Granate verdient. So, hier haben wir ein Gearpiece. Jetzt gucken wir erstmal, wo es links lang geht. Noch ein Gearpiece. Und da oben geht es sogar noch weiter. Das heißt, das wird dann noch ein größeres Geheimnis sein wahrscheinlich. Nicht nur ein Gearpiece oder ein Medikit, sondern eventuell eine Schlüsselkarte oder ein Monolith. Ich tippe auf ein Monolith. Okay, doch noch ein Gearpiece. Verdammt. Aber hier muss noch irgendwas sein. Ja, ein Medikit. Beides, was ich gesagt habe, was hier nicht sein wird. Was hier definitiv nicht sein wird. Natürlich auch beides hier. Ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. So, dann haben wir aber noch den, nicht den Teleporter, sondern die Plattform, den Fahrstuhl. Wo musste ich dafür lang? Hier. Aua, aua. Bis Blei. Oder keine Ahnung, Energie, was auch immer ich hier verschieße von Projektilen. Okay, die hätte ich dann doch schon gerne. Die Railgun. Ah. Ich stelle mich jetzt aber auch gerade an. Man könnte schon fast meinen, ich wäre ein Angestellter. Haha. Lustig, lustig. Humor auf Wisch bestellt. So, ich höre. Genau, hier drunter. Okay. Deshalb war das so geheim. Weil es hier ein Fragment gibt. Und dann geht's auch schon wieder hoch. Okay. Erstmal wieder gerade hinsetzen. Mein Rücken tut halt auch schon den ganzen Tag weh. Oha. Das hätte auch tödlich sein können. So. Ich darf wirklich den Dings nicht vergessen. Den einen Weg. Muss ich wirklich im Hinterkopf behalten. Hier geht's noch nicht runter. Ach, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll, Mensch. Das hört halt auch nicht auf. Okay, die können doch bestimmt auch in den Fallen sterben, ne? Okay, noch ein Gearpiece. Jetzt wachsen hier schon wieder die Kristalle nach. Okay. Ich würde gerade fragen, was ist hier? Warum ist das separat abgegrenzt? Na, der Gegner hat einfach nur ein Gearpiece gedroppt. Ah, ich brauche dringend neue Medikits. Oder
besseren Skill. Okay, da muss ich auch irgendwann irgendwie hinkommen. Ah, Medikit, sehr schön. Okay, das sieht doch schon mal richtig aus hier. Na, da habe ich leider einmal verfehlt. So soll das aber nicht laufen. So, jetzt kann ich bestimmt hier runterspringen, die alle überraschen. Aua. Komm, schießt einfach ein bisschen und ich reflekte das einfach alles auf euch. Zumindest einen Teil. Jetzt will ich schon wieder heilen. So, überrascht mich nicht. Ihr kriegt eine Granate ins Gesicht. Einen hat's mitgenommen, zwei geschädigt. So, ist das Ding jetzt unten offen, was ich gesehen habe? Nee, immer noch nicht. Oh, jetzt komm! Ja, schade. Einen hat mir noch mitgegeben. Das war echt weitläufig. Mal abwechslungsweise. Abwechslungsweise? Wie heißt es? Mein Kopf versagt. Abwechslungs. Ich glaube, ich denke an abwechslungsreich. Aber das ist ja nicht das, was ich meine. Ausnahmsweise? Meine ich ausnahmsweise? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte schlafen. Oder einen Arzt aufsuchen. Die Frage ist nur, einen für geistige oder einen für physische Gesundheit? Ja. Oh, die Spinne habe ich ja komplett übersehen. Okay, das sieht sehr weitergängig aus. Das heißt, hier gehe ich mal noch nicht lang. Toll, da war ich gerade noch gestunt. Vom Richtungswechsel nach dem Dash. Oh, hier findet man aber extrem viele Gear Pieces. Sehr insane. Oh, da ist eine Tür. Die kann ich auch schon öffnen. Oh Gott. Ah ja, jetzt habe ich das aufgemacht. Jetzt kann ich nach unten. Ehrlich gesagt habe ich schon wieder vergessen, wie viele Keycards ich eingesammelt habe in dem Gebiet, aber ich weiß zum Glück noch, mit wie vielen Keycards ich in das Gebiet gegangen bin. Aber hier geht's auch weiter. Was ist das denn? Oh, ich ignoriere ich einfach. Ach ne, hier ist noch ein. Ach komm. Oh Gott. Stirb. So. Ah ja, hier rechts geht es doch noch weiter, so wie das aussieht. So, wir haben. Moment. Achso, doch. Ja, wir haben jetzt drei Keycards. In dem Gebiet eingesammelt. Das heißt, mir fehlt noch eine. Aber mir fehlen, glaube ich, noch drei Monolithen. Das Medikit nehme ich auf jeden Fall mit. So, die Frage ist, geht es jetzt hier lang oder geht es oben lang? Also weiter zum Boss. Ich höre auf jeden Fall ein Dings.
Fragment. Das heißt, ich behaupte einfach mal, das hier ist nicht der primäre Weg. Das ist natürlich erstmal gut. Noch ein Medikit. Sehr fein. Was machst du da oben? Oh Gott. Hallo? Ich stand irgendwie in ihm drin, konnte ihn nicht hitten. Okay, entweder man kann hier links rein. Oder... Okay. Oder man kommt von oben rein, würde ich sagen. Oh Gott, da kommen schon wieder so viele Gegner für meinen Geschmack. Natürlich habe ich durch und durch gedasht. So. Aha. Da sitzt doch schon wieder einer im Kristall. Zwei sogar. Autsch, autsch. Moment, macht die zwei Schaden? Nein. Hätte ich nicht noch zwei übrig gehabt. Wenn es so wäre. Ne, die machen nur einen. Na. So, okay. Ist aber auch komisch, wie man die Fragmente hört. Ich höre die nicht durchgängig. Jetzt höre ich das überhaupt nicht mehr. Ist das wirklich von der Entfernung abhängig? Oder ist es so, wenn du erst ins Gebiet reinkommst, hörst du das ein paar Mal und dann lässt das Spiel, weil es weiß, okay, du hast es jetzt gecheckt. Nein, nee, ist wirklich von der Reichweite abhängig, schätze ich. War doch hier am nächsten dran. Okay, noch zwei Stück. Dann können wir durch die große Tür, die wir gesehen haben. Hallo? Ja. Okay. Nur ein Medikit, hä? Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Musik liebe? Bestimmt noch nicht oft genug. Ich komme hier nicht weiter. Jetzt. Hier ist noch ein Gegner drin. Hier muss doch irgendwas sein, dann. Ja, hier ist ein Geheimnis, aber das ist ja bloß... Da ist es ja hochgegangen zum Fragment. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das hier war. Fällt mir gerade ein. Sind wir da unten schon lang gelaufen? Ah, das Ding ist noch nicht mal offen. Ist es nicht offen? Naja, zumindest beantwortet das meine Frage. Oh, warte mal. Ach so. Dann könnte es sogar sein, dass es da weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann hier nach links muss. Dann komme ich irgendwie... Ach nee, ich habe das einfach gerade eben noch nicht gemacht. Oha. Oder bin ich danach gestorben? Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Oder ich habe das runtergefahren und dann bin ich vergessen, hier runter zu gehen und... Wird dann resettet? Nee, hm. Aber was macht es denn dann noch? Keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Ich hoffe einfach, dass es vor dem Boss noch einen Teleporter gibt. Ist noch ein Gearpiece. Medikit.
Weg mit den Kristallen. Okay. Paraben. Das sieht schon sehr nach Boss-Ebene aus. Jo. Boah, versuche ich's. Was für eine Waffe haben wir gerade? Okay, nehmen wir die. Das hätte wieder ein echt langer Weg, wenn ich... Oh Gott. Ich sehe es jetzt schon, dass die gleich rausbrechen werden. Oh Gott. Oh Gott. Der macht ja richtig ernst. Oh Gott. Okay, ich muss erstmal irgendwie gucken, wie ich seinen Pattern abusen kann. Ja. Ich muss irgendwie so dodgen, dass ich an ihm dran bin, wenn er das zweite Mal schlägt. Ich glaube, das ist auch der erste Nahkampfboss, ne? Die anderen hatten alle irgendwie so ein bisschen Fernkampf. Wobei die Kröte ist auf uns drauf gesprungen. Okay, das war wieder Pell. Ey, ich schluck einfach. Hallo? Ich konnte nichts mehr drücken. Mein Controller ist aber eigentlich. Nee, mein Controller ist nicht mehr da. Verdammt. Okay, da sind wir wieder. Welche Waffe habe ich ausgerüstet? Okay, perfekt. Zwei, drei. Oh. Der hat gesessen, auf jeden Fall. Das gibt's nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Perfekt. Alter. Hat er sogar gerade ein Medikit geschluckt? Ja, und dann der Stern darunter. Ich glaube, es hackt. Es war doch so knapp. Es war doch so knapp. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist nicht das Problem. Ich meine, ich würde trotzdem sagen, dass es der schwierigste Boss ist, aber... Ja, man darf halt nur nicht so schlecht spielen wie ich, ne? Ganz einfache Lösung. Mal zickzack, zickzack ausweichen. Ja, ich habe halt genau das falsche Pattern irgendwie beim Ausweichen. Also zeitlich gesehen. Ja. 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 Ey. Ich. Der Boss macht mich fertig. Seelisch. Weil er nicht so schwer ist. Ich bin einfach nur zu schlecht. Das ist es, was mich so fertig macht. Aua. Und das war's mit mir. Versuch Nummer 4. Ich bin mir nicht ganz sicher. Perfekt. So muss das laufen. Wenn man dann mal einen Hit abbekommt, dann ist es auch nicht so schlimm.
kann auch einfach ganz weit wegstehen, wie ich das sehe. Oh, oh mein Gott, der wechselt sein Angriffsmuster. Ich konnte nicht mehr dodgen. Jetzt schlägt er dreimal. Okay, das merke ich mir. Muss ich dreimal ausweichen. Okay, ich lerne dazu, ich lerne dazu. Das Problem bei der Waffe hier ist, dass die nicht alles auf einmal schießen können. Man kann zweimal schießen, hintereinander, und dann muss die quasi in Anführungsstrichen nachladen. Erstmal den Typen fertig machen. Eins, zwei, drei, drei. Oh. Jawohl. Oh. Ich sag doch, wir kriegen das hin. Moment. Der hat jetzt auch eine Keycard gedroppt. Das ist ja auch interessant. Das heißt, ich habe alle Keycards an dem Gebiet. Wir fehlen nur noch die Monolithen. Okay, das war mal etwas neu. Alles wird gut. Wir aktivieren erstmal das Teil hier. Naja, dann bedanke ich mich wie immer, dass ihr hier gewesen seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.